Hallo und Servus hier vom Refuge du Manganü. Wie viel der Tag ist es eigentlich heute, Lena? Siebter. Siebter. So langsam kommt man ein bisschen durcheinander, weil wir gestern gedoppelt haben. Heutige Etappe war, glaube ich, nicht zu doppeln, als wir hier angekommen sind um kurz nach zwei, schätze ich. Nee, also ich hatte jetzt keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Und hier oben ist es auch wirklich mega schön. Bisher so ziemlich einer der schönsten Plätze, würde ich sagen. Alles schön sauber, duschen warm. Das passt. Ja, und auch die heutige Etappe war schön. Heute Morgen erstmal ein kleiner Anstieg durch den Wald. Wobei eigentlich so viel Anstieg war es gar nicht, gell? Nein. Ja, aber war schön. Auch mal wieder ein paar Kilometer geschrubbt. Das fühlt sich ja immer gut an. Heute auch insgesamt 16 Kilometer gelaufen. Und danach ging es aber wieder etwas steiler einen Berg hoch. Allerdings immer noch im Rahmen und den haben wir auch relativ schnell bezwungen. Den Capua Tossu sind wir nicht hochgelaufen. Stattdessen sind wir nur bis auf die Höhe der Boca Areta und haben den ganz hohen Berg hier umlaufen. Und anschließend sind wir auf einen See hingelaufen. Einen Lac. Wie hieß der? Lac de Nino. Von dem sind wir dann so schnell wie möglich hierher, weil schaut mal, wir haben direkt hier an unserer Unterkunft eine Quelle. Sehr erfrischend. Oh. Da oben ist die Unterkunft, wo es Essen gibt. Unser Zelt ist ein bisschen weiter hinten. Und hier unten könnte man, wenn man will, baden. Aber da wir auf 1600 Meter Höhe sind und aktuell die Sonne weg ist, ist es doch zu kühl. Und sobald ein bisschen den Wind geht, man kühlt schnell ab hier oben. Mein Männerschnupfen heute Nacht hat übrigens wirklich gestört. Ich habe gehört, ich habe den halben Zeltplatz wachgehalten. Mindestens Lena. Nein, also ich glaube bis um 23:30 gut geschlafen. Danach haben wir beide irgendwie gemerkt, dass wir komisch liegen und das Zelt auf einer Seite jeweils runtergeht. Ja, und danach war die Nacht nicht mehr so schön. Und so langsam merken wir den Schlafmangel ein bisschen. Aber der Schnupfen, die Erkältung, der Männerschnupfen, jetzt tagsüber war es ganz okay. Lena, zeig mal die Kekse. Wir haben etwas für uns entdeckt, und zwar korsische Kekse. Wer einmal auf Korsika ist, diese kaufen. Mit Mandeln drin und wahrscheinlich sehr viel Zucker. Aber sind so, so, so lecker. Noch ziemlich mächtige Dinger. Ja, oh, da kriegen wir gar nicht genug von, gell? Das ist schon die zweite Packung. Auch gute Kalorien, oder schlechte Kalorien, aber viele Kalorien. Ja, unsere Körper haben jetzt nach 2-3 Tagen angefangen, Kalorien zu fordern. Wir essen wieder mehr jetzt. Am Anfang hast du gar nichts gegessen, wenig. Ja. Ja. Super lecker. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Morgen soll die schönste Etappe des GR20 sein. Seid da mal auf die Bilder gespannt. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao, ciao.